Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, Peter ist immer noch krank, und da das letzte Video von euch so gefeiert wurde, hat Peter gesagt, mach ruhig noch eins. Heute ist ja Theratik dran und ich dachte mir, warum nicht? Autos bauen, die andere Autos zerstören, um dann größere Autos zu bauen, um größere Autos zu zerstören, hört sich echt mega nach einem guten, innovativen und noch nie dagewesenen Spielprinzip an. Endlich GSO Klasse 5, da habt zwar keine Ahnung, was das ist, aber es ist bestimmt geil. Peter wird stolz auf mich sein. Ach ja, ich hab Peter schon gefragt, aber er hat auch keine Idee für einen Namen für mich. Mein Programm heißt Michael, aber so möchte ich nicht heißen. Kommt mir aber jetzt nicht mit Kevin, das ist auch nicht viel besser. Und denkt immer daran, ich bin eine Maschine. Fangen wir jetzt mal mit Theratik an. Peter hatte wohl im letzten Part die Idee von einer richtig dicken Maschine. Aber mir ist egal, was Peter will, ich baue jetzt mein eigenes Ding. Das Rad sieht richtig gesund aus, ist das normal? Erstmal der Akkus aufladen und dann sehen wir weiter. Und wie immer, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Obwohl Peter ist das mit den Likes absolut scheißegal, er hat so einen dicken Vertrag von Facebook bekommen, da könnte er YouTube direkt lassen. Hab ich ihm auch geraten, aber ihm macht die Scheiße immer noch super viel Spaß. Aber wenn ihr zu faul seid für ein Like, dann teilt das Video wenigstens und zeigt es euren Freunden. Sofern ihr welche habt. Wenn ihr wie viele andere sozial inkompetent seid, dann sprecht mit euren Arzt darüber. Das klappt schon. Ich merke schon wieder, ich schweife ab, ich muss mich langsam mal auf diese Maschine konzentrieren. Das Gebiet sieht gut aus, hier gibt es auch direkt Missionen und ich kann anfangen, meine Maschine zu bauen. Aber Moment, es gibt hier eine Mission zum Fliegen? Bin auf dem Weg, Peter war einfach immer zu dumm, so etwas zu bauen. Mal sehen, was uns da erwartet. Oh, der ist ja richtig groß, aber die Idee mit dem Snapshot ist ja mal mega schlau. Abspeichern, Peters obergeile Take. Dann noch ins Inventar schicken und fertig. Vor diesem schwarzen Loch hab ich mega Angst. Das hat die ganze Maschine auf einmal geschluckt. Ich kannte mal eine Maschine, die das auch kannte, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, los geht's. Wie kann man denn nach oben fliegen in diesem Scheißspiel? Oh Scheiße. Und was soll der Timer? Neuer Versuch? Das war doch gut, oder nicht? Ich bin der König der Lüfte. Pui, wie das abgeht. Oh nein, was mache ich nur? Der war knapp. Oh, zum Glück nicht explodiert. Letzter Versuch. Und das war ja einfach. Zurück zum Automaten. Ich baue jetzt die geilste Take, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Erstmal warten, bis es hell wird. Jetzt kann ich endlich anfangen, eine Take zu bauen. Allerdings wird man die ganze Zeit von irgendwelchen verschissenen Takes angegriffen. Langsam frage ich mich, wie man dieses Scheißspiel spielen kann. Das regt mich echt mega auf. Wie ging das nochmal? Oh Scheiße, was war das denn? Ich glaube, das war der Knopf für die Selbstzerstörung, anders kann ich mir diesen Haufen Teile nicht erklären. Ich lasse die Teile erstmal komplett einsaugen und dann geht's los. Okay, fangen wir mit dem Grundgerüst an, da Peter schon immer groß baut, baue ich einfach noch größer, dann bin ich wahrlich der Größte. Ich kann mich noch gut an Peters letzte Tech-Staffel erinnern, die wurde dann direkt von zwei namenhaften, sogenannten YouTubern, aufgegriffen. Aber so ist das eben. Ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern hartes Business. Peter hatte auch mal sehr viele angebliche Freunde, aber nur solange sie kleiner waren als Peter. Lang, lang ist her, ich merke schon wieder, ich schweife ab. Ich möchte nicht über andere herziehen, aber ich fühle mich da einfach besser, ich bin eben auch nur eine Scheißmaschine. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal was über den netten, erwachsenen und wunderschönen Kohnkrafter erzählen. Ich habe da ein paar witzige Skype-Verläufe von Peter gesehen, oder ich zeige euch, wie man in der heutigen Minecraft-Welt richtig Erfolg hat. Ich muss euch aber warnen, danach müsst ihr wahrscheinlich kotzen gehen, oder irgendwelchen Leuten grundlos auf die Fresse hauen. Aber macht das lieber nicht, ich habe keine Lust, dass Peter Ärger bekommt, weil die Hirnlosen wieder aktiviert wurden. Das geschulte Auge kann direkt erkennen, dass wir in unserer Tech eine Verarbeitung mit integrieren, im Nachhinein fällt mir aber auf, dass diese einfach viel zu groß ist. Welcher Spast kam auf die Idee, die so groß zu bauen? Ach ja, das war ja ich, aber egal, die reicht zuerst mal, wenn die kaputt geschossen wird, dann verpetzt mich bitte nicht an Peter.
Nachher darf ich kein Video mehr für euch machen und das macht echt mega Spaß. So, ich glaube, die kann was, müssen wir jetzt noch testen, ob die auch das macht, was sie machen soll. Aber sieht echt geil aus und es funktioniert. Ich glaube, das war es jetzt mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn nicht, ist es auch scheißegal. Vergesst aber nicht zu abonnieren, das Video unbedingt zu teilen, zum Arzt zu gehen und einen netten Kommentar dazulassen. Etwas, wo ich echt Spaß dran hätte vorzulesen. Los geht's. MRX2225 schreibt, der neue Peter darf bleiben. Ich glaube ja, dass das der echte Peter ist und der andere der Brot XD. SVli schreibt, ich lach echt mega viel bei deinen Videos. Aber das gerade hat mich einfach zerstört XD. Lightning Daku schreibt, eindeutig eine Kreation von Peter Doppelpunkt D, nur seine Maschinen fluchen sogar noch mehr als er selbst Doppelpunkt D. Fettes Dankeschön für eure geilen Kommentare. Scheiße, ich hab mir so viel Mühe gegeben, aber das Video ist nur knapp 6 Minuten lang geworden. Dabei wollte ich das doch so machen wie die ganzen Spacken-Kanäle. Video 10 Minuten 12 Sekunden lang und 6-mal Werbung drin. Naja, vielleicht das nächste Mal. Ansonsten lasse ich nächste Mal einfach schwarzes Bild bis zum Ende. Oder singe noch ein Lied, wäre doch voll geil, wenn ich ein wenig Hafti singe. Bleibt cool, bye. Habt auf jeden Fall noch einen restlichen Scheißtag und bis zum nächsten Video, bye. Ach ja, ein neues Video kommt wahrscheinlich erst am Donnerstag, ich hoffe, ihr haltet das durch.